In diesem Video lernst du, wie du deine knapp 4 Minuten lange Musik 14 Minuten lang machst. Moin Moin, ich bin Sebastian und hier bei Videomacher bekommst du die besten Tipps und Tools, um deinen YouTube-Kanal erfolgreicher zu machen. Okay, hier sind wir in Premiere. Unser Video ist 13 Minuten 44 lang und unsere Tonspur, die Musik, nur 3 Minuten 39. Die dreckige Lösung wäre, ich dupliziere es, ich schneide vielleicht hier etwas ab, mache es zusammen, mache eine Überblendung und das wiederhole ich und wiederhole ich, bis ich die 13 Minuten habe. Aber ganz ehrlich, da wird man blöd. Schmeißen wir es mal weg. Eine einfachere Lösung ist, wir machen es über Audition. Wir wählen die Tonspur aus, bearbeiten, in Adobe Audition bearbeiten als Sequenz, lange Musik, okay, es lädt etwas, da Adobe Audition erst starten muss. Hier haben wir jetzt unsere Tonspur, auch mit 3 Minuten 39, wir machen Datei, neu, eine Multitrack Session, machen wir es lang, okay. Jetzt haben wir hier unsere Multitrack-Session und ziehen unser Lied auf die erste Tonspur. Und hier haben wir es. Wenn wir es selektiert haben, gehen wir auf Remix, Remix aktivieren. Das dauert jetzt etwas kurz. Jetzt sind wir fertig und können hier unsere Zieldauer festlegen. Und sagen wir mal, wir wollen es auf 14 Minuten. Einfach sowas. Okay, das geht jetzt ziemlich schnell und zack, das war's schon. Wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt wirklich einen langen Track, der 14 Minuten geht und das Gute ist, selbst Adobe Audition zeigt dir an, wo es Schnitte gemacht hat. Also wo es verschiedene Liedteile aneinander gemacht hat, damit es passt. Und selbst wenn ich mir es anhöre, gleich kommt der Schnitt. Hört sich perfekt an. Wenn du gesprochene Lieder hast, ist es etwas schwieriger, aber es wird auch funktionieren. Wir gehen auf Datei, exportieren. Wir können es jetzt zum einen nach Adobe Premiere Pro exportieren. Wie nennen wir es jetzt? Wir haben es mit 14 Minuten. Sagen exportieren. Premiere öffnet sich wieder. Wo wollen wir es haben? Wir wollen es als Machen wir es auf Audiospur 2, okay, und zack, hier ist es mit 14 Minuten einwandfrei. Das ist aber nur eine kurzfristige Lösung. Die langfristigere Lösung wäre, unter Audition kann ich auch sagen, exportieren, mit Adobe Media Encoder exportieren. Weil hier kann ich jetzt sagen, 14 Minuten machen wir es lang. Ich kann auch sagen, wo ich es speichern will, zum Beispiel hier auf dem Desktop und hier auch das Format. Zum einen gibt es MP3, Waveform Audio würde sich anbieten oder AAC Video. Es ist egal. Also klar, es ist nicht egal, die Qualität zählt, aber du musst es wissen. Ich klicke OK, es exportiert, fertig. Du siehst, der Media Encoder rechnet es jetzt durch. Und wenn ich jetzt zurück auf Premiere springe, habe ich hier meine Version. Ich kann sie reinziehen und sie ist auch 14 Minuten lang. Dauert kurz, bis der Peak berechnet ist und da haben wir es. Der Vorteil ist, so kann ich die Datei jedes Mal in ein neues Video, wenn ich die gleiche Musik verwenden will, wieder reinziehen. Und wenn das Video nur 12 Minuten lang ist, dann schneide ich halt was ab. Fertig. Und wenn dir das nicht reicht, dann schau dir mal mein Video an, wie du den Sound von zwei unterschiedlichen Audioquellen synchronisieren kannst. Und willst du dich mit anderen Machern und mir austauschen, dann tritt der Videomacher Facebook-Gruppe bei. Den Link hierzu findest du in der Beschreibung. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und es mit anderen Machern teilst. Und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht hast, damit du erfolgreicher auf YouTube wirst.